Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Fische. Ja, ihr habt mir meine ganze Statistik sozusagen auf den Kopf gestellt. Ich hatte schon 3 Sternzeichen rausgefischt und jetzt, bäm, knallt ihr hier mit den Aufrufen nach oben. Also gibt es ein 4. extra Video hier zu diesem Vollmond am 3.7. Vollmond im Sternzeichen Steinbock. Ja, ein Vollmond, der solide ist, der ein stabiles Fundament mit sich bringt, aber auch ein Vollmond, der so ein bisschen, ja, so Kleinlichkeitskrämer und Genauigkeitsfanatismus mit sich bringt. Wir schauen, was sich für euch zeigen möchte, meine lieben Fische. Ich bin da flexibel, also gibt es ein 4. Video und ja, lass uns schauen. Denkt bitte daran, dass es auch hier für die Fischegeborenen ein allgemeines Reading ist. Ich verwende die gleiche Legeform wie bei den Vollmond-Videos. Das hat mir sehr gut gefallen und von daher, ja, schauen wir mal jetzt hier für dich, lieber Fisch. Für die Fische Geborenen zum Vollmond am 3.7. Was möchte der Vollmond beleuchten? Welches Thema möchte sich zeigen? Was ist hier wichtig? Fische zum Vollmond. Yep. So, meine lieben Fische. Auch hier, ich lege die Karten erst verdeckt alle auf und dann schauen wir uns die Unterseite an und dann gehen wir noch in die einzelnen Aspekte hinein. Und höchstwahrscheinlich auch ziemlich tief, denn alle Readings hier zum Vollmond sind sehr, sehr tief gewesen. So, an der Unterseite haben wir, ja, den Ritter der Münzen. Ich habe eben von der Steinbock-Energie gesprochen. Der Ritter der Münzen verkörpert ein Stück weit wirklich diese Energie. Hier geht es um einen soliden Plan, hier geht es um Langfristigkeit, hier geht es aber auch darum, nicht so schnell oder übereilt vorwärts zu sprinten, sondern, wie schon erwähnt, sich einen guten Plan zu machen. Also, lieber Fisch, tief eintauchen in deine Intuition, Fisch, und dann einen soliden Plan erstellen. Den Samen, der da jetzt essentiell ist, der wird sich zeigen und genau dafür gilt es dann womöglich Schritt für Schritt zu gehen. Wir schauen uns mal das Thema an, worum es jetzt hier für dich geht mit dem Vollmond. Ja, meine lieben Fische, die 10 Münzen. Hier kann es wirklich um materielle Dinge gehen, um beruflichen Erfolg. Auf jeden Fall hier 10 Münzen. Das ist der Erfolg, das ist die innere Stabilität, das ist aber auch die äußere Stabilität. Vielleicht hast du auch geduldig jetzt auf diesen Punkt hingearbeitet und die Energie, die du ins Außen gegeben hast, fließt jetzt zu dir zurück. Wir haben auch irgendwas mit Jupiter, gerade der Glücksplanet, also auch hier mit den 10 Münzen wirklich, ja, das Glück an deiner Seite, aber auch wirklich diese Ernte, das, was du dir erarbeitet hast. Wir schauen mal, aus welcher Energie du kommst. Oh, auch der Wagen hier aus der Bewegung. Vielleicht auch aus der Entscheidung heraus, dass es jetzt für dich an der Zeit ist, diese 10 Münzen zu empfangen. Ich überlege gerade oder ich spüre gerade noch mal hin, der Wagen, das ist die Bewegung.
Vielleicht kommst du auch aus der Energie, dass du jetzt wirklich auch bereit bist, ein klares Ziel anzuvisieren, anzufokussieren. Dafür spricht eben auch der Ritter der Münzen, der ganz klar sagt, für diesen Weg gehe ich jetzt. Was ist vergangen? Was darf sich erlösen? Das Rad, zweite große Arcana-Karte, das Rad. Vielleicht, lieber Fisch, der ewig gleiche Trott, der ewig gleiche Kreislauf. Das Rad des Schicksals, das Glücksrad, ich nehme das auch hier sehr als Glücksrad wahr, das darf sich jetzt für dich drehen, wenn das hier stillgestanden ist bisher, dann darf sich das jetzt erlösen, dieser Stillstand, und es kommt Bewegung rein. Was ist die weitere Entwicklung jetzt hier? Die Zweifel, die Entscheidung, wofür? Also was bei mir jetzt gerade reinkommt, ist, wofür bist du dankbar? Was ist hier diese goldene Münze, die du jetzt hier als zehnte Münze in dein Glas hinzugeben kannst? Woran bitte zweifelst du? Zweifelst du daran, dass es jetzt vorwärts geht? Zweifelst du daran, dass sich dein Leben jetzt endlich bewegt? Zweifelst du daran, ob du die richtige Entscheidung oder die richtige Route gewählt hast bei dem Wagen? Woran zweifelst du, lieber Fisch? Wir haben jetzt hier diesen Schleier vor den Augen. Zweifelst du womöglich an deiner Intuition? Was ist neu? Was darf sich stärken? Vielleicht ergibt sich dann daraus ein Bild. Wow, der Stern. Nochmal sozusagen der Joker. Hier nochmal dieser Glücksaspekt, der Stern. Ganz gleich, was du hier für ein Vorhaben hast, es ist von einem guten Stern beleuchtet. Wir haben ja hier die Vergangenheit liegen. Vielleicht ist auch in der Vergangenheit sehr viel gewesen, sehr viel Bewegung vielleicht auch, so dass du ja schon ein bisschen an dir selbst gezweifelt hast, ob du dieses Tempo aufrechterhalten kannst. Vielleicht hat sich hier wirklich gar nichts bewegt und jetzt kommt Bewegung hinein, weil du ja dich dem Fluss des Lebens anvertraut hast. Denn auch das ist eine Entscheidung, selbst wenn dein Kopf hier gerade noch zweifelt. Und das Ganze ist von Glück beschienen. Deine Ängste, deine Hoffnungen oder Sehnsüchte. Der Ritter der Schwerter. Ich habe hier eher so das Gefühl, dass das auch ein Stück weit deine Ängste sein können, dass hier Gegenwind von außen kommt. Der Ritter der Schwerter, der ist ganz anders wie der Ritter der Münzen. Der Ritter der Schwerter, wenn dem was nicht passt oder nicht schnell genug geht, dann fegt er erstmal alles vom Tisch. Mit den Zweifeln hier darfst du mal in dir hinspüren, in dir nachspüren, in eine gewisse Form der Balance. Ich meine, Fische, allein dieses Symbol, es sind auch zwei Fische, die da abgebildet sind, so ein bisschen wie Yin und Yang. Und so ähnlich haben wir das hier auch. Der beständige Fluss, der sich hier bewegt, in seinem Tempo, und hier die Geschwindigkeit, so dass du quasi das Gras ziehen möchtest, damit es schneller wächst. Wird das Gras nicht machen? Alles hat seine natürlichen Zyklen, dafür steht eben auch das Rad. Alles hat seine natürlichen Zyklen. Vielleicht darfst du da mal tiefer hinspüren. Ich bleibe dabei mit dem Stern, das Ganze von einem guten Stern beschienen. Hier auch ein Stück so dieser Glücksaspekt auch.
Und wie gesagt, wenn wir es andersrum nehmen, es kann sein, dass das Rad stillgestanden ist, dass gerade gar keine Bewegung war in deinem Leben und dass es jetzt wirklich, wirklich kraftvoll nach vorne geht. Wir haben immer beide Seiten der Medaille, also auch hier für dich erwähne ich wirklich beide Seiten, weil beide Seiten hier im Spiel sind und ja, es ist eine kollektive Energie, also ein kollektives Reading und das kann sowohl als auch sein. So, was haben wir denn hier als Entwicklungschance, die Justice, die Gerechtigkeit? Ich nehme diese Energie hier gerade wirklich, ja, wie so eine Ernte wahr. Also das, was zu dir gehört, fließt jetzt auch zu dir. Ausgleichende Gerechtigkeit hört sich so dramatisch an, aber von der Grundessenz ist das genau das, was ich hier wahrnehme. Also all deine Bemühungen, deine Vorarbeit, all das wird jetzt belohnt werden. Wir haben hier die Waage, die Balance. Wir haben die zwei Schwerter, da geht es auch um Entscheidungen. Wir haben hier mit dem Stern diese zwei Kelche, die der Stern da in den Händen trägt. Auch hier wird in die Welt gegeben und von daher darfst du in dir immer wieder eine Balance finden zwischen vorwärts gehen und zwischen Pausen. Dann wieder vorwärts gehen, wieder Pausen. Finde ich sehr spannend. So, wir schauen mal auf die Unterstützung durch Spirit, durch die geistige Welt, was dir hier zuteil wird. Der Page der Stäbe. Hier wird dir ja sozusagen ein Angebot unterbreitet. Der Page der Stäbe, der steht ganz oft für Neuanfang, für einen neuen Weg, für eine neue Reise. Und da kommt möglicherweise die geistige Welt hier mit einer Idee zu dir, wie du diese Energien für dich nutzen kannst. Also wir haben hier wirklich Erdenergie, wir haben Luftenergie, das Erdelement, das Luftelement, also Materie, Gedanken, das Ganze in eine Balance gebracht und dann mit dem zündenden Funken wird es zu Gold. Sehr spannend. Wir schauen mal auf das Geschenk des Mondes. Die vier Schwerter, ja, auch hier wieder der Aspekt der Geschwindigkeit. Und ich habe es gerade gesagt und ich habe die Karten vorher nicht gesehen, eine Balance zwischen nach vorne gehen, ausruhen, nach außen gehen, nach innen gehen. Wieder einen Schritt und wieder Pause. Also das ist ein wirklich gleichförmiges Spiel, wie die Wellen des Ozeans. Nach außen gehen und wieder nach innen. Nach außen gehen und wieder nach innen. Wie dein Atem. Und darüber erkennst du für dich hier dein Tempo zum einen und du erkennst auch die Aspekte, die wichtig sind auf deinem Weg. Denn wenn du nur hier mit dem Ritter der Schwerter unterwegs wärst, würdest du gar nicht sehen, welche Impulse, welche Geschenke am Wegesrand auf dich warten. Dann würdest du gar nicht diese Glücksmomente erleben können. Wenn ich jetzt hier schaue, das wäre jetzt hier so in die Zukunft gerichtet, dann kann es sein, dass wirklich hier auch ja erfreuliche Dinge eintreten, wo du im ersten Moment denkst, ach du Scheiße, was ist das jetzt? Aber das Ganze wandelt sich hier zum Positiven durch den Stern. Und der Stern mit der Gerechtigkeit, das hat für mich so einen Aspekt von, ich gehe aus dem Karma heraus und hinein ins Dharma. Und selbst wenn hier mit dem Ritter der Schwerter
das Außen sehr streitsüchtig erscheint oder sehr widersprüchlich gegen das, was du vorhast, selbst da nehme ich wahr, dass sich das Ganze schlussendlich zum Guten fügt. Denn im Jetzt, in der Gegenwart, hast du hier die Zeit genutzt, dieses Ausruhen, dieses in dir Ankommen, vielleicht den Stillstand, den wir hatten, weil gerade die vier Schwerter auch, da geht es um Ausruhen, die Waffen niederlegen, bei dir ankommen und du hast diese Essenzen, die du da, ja, auf einem möglicherweise doch sehr herausfordernden, schnellen Weg gesammelt hast, die hast du integriert und die fließen hier als goldene Münzen in dein Herz, in dein Glas, in deine Seele und bilden damit ein stabiles, solides Fundament für einen neuen Weg. Es kann sein, dass du hier wirklich eine neue Inspiration bekommst und wirklich ganz neue Wege gehen wirst. Der Vollmond leuchtet eben auf all das, ja, was in der Tiefe liegt, was noch nicht so in Balance und Harmonie ist, da wo du vielleicht noch zweifelst an dem Thema oder an dem Weg, da formt sich jetzt ein neues Bild und eben auch eine neue Klarheit. Schritt um Schritt, Stufe für Stufe einen soliden Plan gemacht und dann habe ich das Gefühl, hier lieber Fisch, da kann gar nichts mehr schief gehen, da kommt hier genau die Bewegung ins Spiel, die dir dient. Ja, wenn du Hilfe und Unterstützung auf deinem persönlichen Weg wünschst, dann kannst du unten mal in der Infobox schauen. Da habe ich einige meiner Angebote für dich verlinkt und auch meine Webseiten, wo du eben alle Angebote findest. Ja, lass mich noch mal hinspüren. Ich habe so das Gefühl, am Ende ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es auch noch nicht zu Ende. Also hier kommt wirklich nochmal so dieser Impuls, ich möchte fast sagen, neu durchzustarten, für viele auf jeden Fall. In diesem Sinne, meine lieben Fische, herzlichen Dank für eure ganzen Likes, viel Freude mit diesem Reading. Schreib mir gerne unten im Kommentar, wie du dich hier wiederfindest und was da für dich in Resonanz geht. Alles, was nicht für dich stimmig ist, das lass einfach hier. Wie gesagt, es ist ein kollektives Reading. Ja, gerne schenk mir einen Daumen hoch und ich wünsche dir einen ganz, ganz zauberhaften Vollmond.